Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Das würde ich schon hinkriegen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Nein, eigentlich wäre das traurig, aber... Na gut. Eine Haarklammer schon mal verloren. Na, vielleicht so. Nö. 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 Komm schon. So schwer kann das nicht sein. Doch, okay. Ist halt ein verbessertes Schloss, ne? Hä? Na, das wird dann weniger. Muss man hier denn echt Haarspalterei betreiben? Ja, muss man. Geht doch. Das wär's. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Nein, eigentlich nicht. Das ist überhaupt nicht gelohnt. Na gut. Wir können auf jeden Fall weg von hier. Die Quest haben wir erledigt. Haben auch ein paar Schrotflintenmoney verschwendet. Oder verbraucht. Verschwendet würde ich jetzt nicht sagen. Weil dann würde ich ja sagen, dass sich das nicht gelohnt hat, die Gegner zu töten. Aber das hat es ja. Ja, und ich hoffe, die Leute sind nicht allzu laut draußen. Ah, mal schauen, ob er die hört, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ah, ich muss damit leben, also müsst ihr auch damit leben. Gut. Gehen wir mal zurück zur Polizeistation, wenn er den Schnellspeichervorgang beendet hat. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. 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 Komm schon. Komm schon. Ich glaube an dich. Danke. Gut, dann wollen wir mal zurück. Aber danach gehen wir zum Flughafen. Kümmern uns da um die. Und ja. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Haben wir noch einige Missionen vor uns. Ich denke, wir haben nicht mehr 10 bis 10... Na, wohl 10% vielleicht schon, aber... So viele werden wir noch nicht gemacht haben hier. Ich müsste mal das Fenster zu kriegen, wo das defekt. Hier ist alles defekt. Oh Mann. Genauso wie die Ladezeiten hier defekt sind. Wie kann man denn so lange laden hier? Ich meine, The Division sieht viel besser aus und hat eine Open World und hat trotzdem keine Ladezeit. Ja, ja, Strahlung, bla, bli, blub. Jungen, das weiß ich. Vor allem Jungen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wo ist denn die Gute? Oh, Quantum Cola, darf ich nur Cola, darf ich doch bestimmt mitnehmen. Komm, ich schlaf mal eine Stunde. Gut, da bist du wieder. Heißt das, du hast die Technologie gefunden? Natürlich. Gut gemacht. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Hier, ein kleiner Dank für deine Mühen. Ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Sag mir, wenn du eine neue Mission annehmen kannst. Ich glaube, da gibt es dann hinterher viel, oder? Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bleib wachsam. Ah, das werden wir jetzt aber nicht machen. Denn unsere jetzige Aufgabe ist es, das hier zu machen. Die Beste. Ach man. Immer müssen Leute draußen reden, wenn ich am Let's Playen bin. Kann man nicht an mich denken? Quatsch. Ich habe das Recht des Redens nicht gepachtet. Doch, habe ich. Ich habe die Lizenzen davon, die nicht. Ah, und eine weitere Ladezeit. Sorry Leute, aber die kann ich euch nicht ersparen.
beschwert euch bei Bethesda. Ich meine... Naja. Egal, was ich meine. Ist das der Fatman? Ja. Den haben wir ja auch. Aber ich weiß nicht, wo wir den haben. Wo haben wir den Fatman? Das ist eine gute Frage. Die ist da hinten. Okay. Eigentlich müsste ja einer reichen. Vermutlich. Ziehen wir es durch. Aber erstmal... Wie lautet die Mission? Such- und Forschungspatrouille. Ich sammle Daten, du deckst mir den Rücken. Legen wir los. Verstanden. Das ist das Gebiet. Geh voran. Mal gucken, wo wir hin müssen. Hier hin? Oh Gott. Nein. Doch, da zum Vortagen müssen wir. Wir reisen noch nicht zu Fuß. Das würde auch ewig dauern. Obwohl, vielleicht reisen die ja zu Fuß und das erklärt die Ladezeiten. Naja, ich sag mal nichts. Ich wiederhole mich nämlich bei dem Thema einfach nur noch. Und ich spiele immer ein bisschen rum in den Ladezeiten hier mit den Dingern. Warum auch immer. Haben wir den Piper noch dabei? Ja, gut. Dann sind wir zu dritt unterwegs, das ist gut. Das ist doch gut. Ah, hier waren wir ja schon. Ich kann mich dran erinnern. Nee, nee. Das lade ich jetzt aber. Nee. Das muss ich vorsichtiger angehen, Leute. Kann nicht das erste, was passiert sein, dass ich mich heilen muss oder so. Ich möchte meine Begleitung nicht wegschicken, danke. Ja. Jetzt müssen wir vorsichtiger sein, ne? Hier ist eine Mine. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie das hier gesichert haben. Warum auch nicht, ne? Schade um die Kronen gucken, aber ja. Ich bin nur dafür da, dass ich Begleitschutz gebe, also machen wir das mal. Wir begleiten und schützen. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, was sind... Ach, das sind Kühe, okay. Ziemlich hässliche Kühe, aber Kühe. Mit zwei Köpfen. Allesamt. Naja, die gab es auch schon Fallout New Vegas und 3, glaube ich, auch. Ja, doch, eigentlich schon. Wahrscheinlich sogar in allen Fallout-Teilen. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil ich 1 und 2 nie gespielt habe. Ah ja. Wir wären angekommen. Ob uns das schon was bringt oder ob wir noch viele Gefahren hier haben, weiß ich nicht. Ich hoffe, die kommen. Ich will da noch nicht reingehen, ich will erstmal hier hingehen. Vielleicht haben wir hier was. An
Anscheinend nicht. Nein. Doch hier. Hat sich doch schon gelohnt. Das geht nur mit deinem Schlüssel auf. Gut, dann müssen wir einen Schlüssel suchen. Gut, Steve, wo sind sie denn? Da. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Ramen mit einem Vertibird umgeschubst hat. Das ist mal eine echte Herausforderung. Das ist gemein, würde ich mal behaupten. Hier müsste dann irgendwo ein Schlüssel sein, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Ich dachte mir schon, dass ich hier irgendwas finden könnte, aber... Wo? Den Schlüssel sehe ich hier nirgends. Vielleicht hat die Alte einen Schlüssel. Das kann ja gut sein. Was sagt denn die Daten hier? Leute den Gelehrten zu den Daten im Boston Bürgermeister Unterschlupf. Kommst du rein? Nö. Ach ja. Wo komme ich denn an die Schlüssel ran hier? Ups. Was war das denn gerade? Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas sein wird. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier ein Schlüssel. Müsste ja schon hier auf dem Gelände sein, sonst wird das ja keinen Sinn machen. Dieser Ort ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, das stimmt. Stuhl, was? Terminal. Türfernsteuerung. Tür aufschließen. Ah, okay. War ja dann doch nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe. Aber das freut mich. Aber wenn man das von außen so einfach aufschließen kann, ist das jetzt nicht so sicher, ne? Würde ich mal behaupten. Ist aber nur meine Meinung. Ah, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ich meine, die sind ja jetzt seit Jahren tot. Jahrhunderten wahrscheinlich schon. Ich bin mir nicht sicher, aber... Das war nur das Skelett, ich dachte schon, was war das für ein Geräusch. Ah, hier ist ein Stealth Boy. Das ist der Bruder von Pip-Boy. Ja Leute, aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann im nächsten Part. Und ich würde mich freuen, wenn er dann wieder dabei wird. Also, ciao.